Valentin, was machst du denn da? Hallo. Hallo. Was soll denn das? Ja, ich hab etwas. Ich wollte den Song noch hören. Weiß, aber jetzt. Komm, wir gehen wieder rein. Warte. Ich habe etwas, was ich dir schon länger sagen wollte. Okay, dann sag. Okay. Ich weiß, dass du Probleme mit deiner Schwester hast. Sie wohnt bei dir, bei deiner Mutter und so weiter und so fort. Yeah. Probleme, du weißt nicht, was du machen sollst und so weiter und so fort. Wie wär's, habe ich mir gedacht, wenn du, Chiara, ja, bei mir einziehen würdest? Ich soll bei dir einziehen? Findest du, es ist eine blöde Idee, oder? Nein, es ist, sorry. Ich habe gerade gar nicht damit gerechnet. Ich würde voll kennen, bei dir einziehen. Ja? Wenn du willst. Ja. Ich hatte kurz Angst, du sagst, nein, du Penner, geh weg von mir. Oh nein, was soll ich das sagen? Oh, wie schön. Oh mein Gott. So, wir zusammen, oder? Guten Morgen, Freunde. Ihr seht schon, ich bin hier flechte heftig am Schleppen mit dem ganzen Umzug. Oh mein Gott. Bist du bescheuert, Mann? Kannst du nicht aufpassen? Fuck, Leute, fuck. Hey, das ist meine einzige teure Unterwäsche, die ich habe. Und diese... So ein Scheiß, Mann. Ja. Ach, boah, das ist voll. Bin ich so happy, dass du bei mir einziehst, habe ich dir schon gesagt. Aber du weißt ja, wir müssen noch eine größere Wohnung für uns dann finden. Ja, das stimmt. Und das ist erstmal übergangsweise. Das müsste schwierig sein, aber das kriegen wir hin, oder? Emmy, warte, Emmy. Ob du mit einziehen darfst? Chiara, darf sie mit auch... Warte, ich nehme das. Danke das. Okay. Hat jeder was? Okay. Auf jeden Fall ist es jetzt übergangsweise, dass ich zu Valentin erstmal in die Wohnung ziehe. Und dann, wenn wir was Größeres gefunden haben, ziehen wir in eine größere Wohnung. Und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ich bin oh Gott, Mann. Das ist so nass, so eklig. Warte, ich muss das hier kurz ausbringen. Geil. Ich finde, es sieht schön aus. Top. Schatzi, wo soll ich denn die Sachen hin tun? Überall vielleicht sind Klamotten. Ich flippe aus. Wie viele hast du eigentlich? Ein paar. Soll ich dir was abnehmen? Geht's dir gut da drin? Ja, ich sag's dir. Sag's dir. Ja. Dankeschön. Fein macht ihr das. Hey, wo ist denn Valentin? Und unten. Der ist noch am... Ja, egal. Dann stellen wir es alles kurz einfach erstmal hier hin und dann gucken wir gleich, wo wir es hin tun. Amy! Erzähl mal. Hast du noch mal... was mit Leon? Gestartet? Nein. Oh, nein. Hä, warum denn nicht? Ich habe mich nicht getraut. Leute, ihr müsst Emmy mal wirklich Tipps geben. Also es geht echt nicht mehr so weiter. Das kann man ja nicht mit also, ansehen. Also schau mal, ich gebe dir ein paar Tipps. Okay, jetzt geht's los. Okay, ich bin gespannt. Also du machst Folgendes. Ist ja einer meiner besten Freunde, ne? Der steht ja voll auf Asiatisch. Du gehst erstmal mit ihm essen. Du sagst so, hey, ich möchte mich bedanken für... Für was denn? Für die Hilfe, das. Ja, genau, irgendwas. Irgendwas. Genau. Ja. Und dann schaust du ihn tief in die Augen und küsst ihn. Ja. Was sagt ihr, Leute? Das ist eine super Idee. Schreibt's mir mal. Ich kann das nicht. Doch, go for it. Stell ihn nie so an. Warum müssen Männer immer den ersten Schritt machen? Du kannst es ja auch. Ja, nee. Weil stimmt. Weil sie mal da machen müssen. Weil ich mich halt einfach schreibt nicht traue. Schreibt mal ganz viele gute Ideen für Emmy rein und auch. Ob ihr findet, dass es immer die Männer machen müssen oder können auch die Frauen mal? Dran. Genau. Ich freue mich, von euch zu lesen. Okay, Leute, jetzt, wir müssen die anderen Sachen holen. Let's go. Wir stehen im Handel. Ready to rumble. Let's go. Danke, Leute. Gerne. Ciao. Tschüss, bis bald. Bro. Hast du den Autoschlüssel? Ja. Oh mein Gott, Freunde. Richtig, richtig gut, die Tipps, die ihr mir geschrieben habt. Für Emmy und Leon, dass wir einfach in der Gruppe einen Ausflug machen und sie dann einfach allein lassen. Das ist so eine geile Idee. Und dann, oh, wir haben alle so viel zu tun, wir können nicht hier bleiben. Weil dann haben sie ein Date, um es zu wissen. Was machst du hier? Ein bisschen Platz für mich schaffen, Schatz. Hast du vergessen wohl, ne? Nee, habe ich nicht vergessen, aber wir haben doch ausgemacht, dass du deine Sachen aussortierst. Was ist das? Ich habe meine Sachen aussortiert. Wie, du hast deine Sachen aussortiert? Du hast 50 Jahre, es liegen 5000 Sachen von dir hier. Wie soll das hier reinpassen? Wir wollten doch nächste Woche die andere Hälfte noch holen. Andere? Es gibt noch eine Hälfte. Hä, wir haben doch gesagt, wir sortieren beide aus. Und ich habe meine Sachen aussortiert und
Wo hast du aussortiert? Ich habe auch hier. Was hast du dir denn gedacht? Wo ist dein Platz? Ich habe auch aussortiert. Hier, schau. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Doch, das ist mein Ernst. Hier soll ich meine Sachen hin tun. Ja, alle Sachen, die ich besitze, sollen hier hin. Sorry, ich wusste wirklich nicht, dass du so viele Jacken hast. Warum brauchst du so viele Klamotten? Hey, du weißt doch, wie viele Sachen ich habe. Nein, wusste ich nicht. Ich habe eine Hälfte davon niemals in meinem Leben gesehen. Warum hast du nicht noch mehr aussortiert? Komm, du ziehst doch bei mir an, nicht bei dir. Du sollst die Dreiste mehr... Ja, wie was? Ist das gerade dein Ernst? Ja, was? Was denn? Ich verstehe dich nicht. Was ist mein Ernst? Ja, klar ist das mein Ernst. Okay, dann zieh ich nicht bei dir ein. Hallo? Nee, dann nehme ich meine Sachen wieder mit und dann passt es auch. Dann muss ich ja nicht bei dir einziehen. Ja, was? Wo gehst du jetzt hin? Zu Emmy. Dann ziehst du Emmy. Zu Emmy. Ey, Quatsch, warte. Hallo, entspann dich. Hallo, alles gut. Du gehst nicht zu Emmy. Wir kriegen schon hin. Wir ziehen doch zusammen. Ist doch Quatsch, okay? Will nicht gleich streiten. Das ist doch doof. Hier. Dann sortieren wir einfach beide nochmal aus. Ja, machen wir. Okay, sehr gut. Dann kannst du ja schon mal anfangen, deine Sachen auszusortieren und ein bisschen Platz für mich zu schaffen. Und ich komme dann später. Weil ich gehe jetzt los. Weil heute geht's darum, das perfekte Musikvideo zu drehen, damit ich erfolgreich werde durch ein super Musikvideo. Das ist meine Visitenkarte. Okay, du schaffst es. Ich glaube an dich. Danke. Okay. Oh, Nachricht von Nele. Schick sie mal rein. Also, ciao. Ja, ciao. Viel Spaß. Vielleicht werde ich mich ja in Zukunft besser dann mit meiner Schwester verstehen. Das wäre auf jeden Fall wichtig. Wir sind jetzt auf jeden Fall hier in einer mega geilen Location, die ich organisiert habe. Und zwar ein Kühlhaus für ein neues Musikvideo. Ja, Emmy hat immer die besten Ideen. Naja, fast immer. Auf jeden Fall. Wenn ihr Emmys Ideen sehen wollt, dann swipe gerne mal ab. Guckt da was Cooles zusammenschütteln. Aber Vicky? Doch. Kann leider nicht. Aber ich habe hier die Kamera bekommen. Was soll das? Also der Handwerker lässt gleich weg, ja. Okay. Also für die Aufnahmen ist das ein bisschen. Ja, also das muss wirklich. Das geht gar nicht. Ich möchte auch hier mal nach Hause. Ja, okay, dann passt ja. Okay. Also gehen wir gleich rüber. Können Sie kurz aufhören? Nur das klärt. Danke. Also maximal eine Stunde haben wir gesagt. 300 Euro. Cool, ja, passt ja. Dann gebe ich das einfach nach der Stunde. Ja, das Geld wollte ich schon im Voraus fürs Haus gemacht. Hallo, können Sie kurz... Danke, sorry. Also die 300 Euro bitte jetzt. Normalerweise gibt man es doch immer später. Aber sowas ausgemacht, also wer weiß, was passiert. Also wir brauchen das Geld im Voraus. Oh, okay, dann das ist wert, ja. Danke. Ja. Danke, also hier werden die Blitze... Ja, okay. Geradeaus, ja. Dann richten wir uns einfach ein, bis sie fertig sind. Gut. Okay, let's go. Okay, Licht? Ja, okay. Sehr. Ja, super. Okay. Es ist so kalt hier drin. Oh mein Gott, es ist so fucking kalt. Lass oh mein uns Gott, jetzt oh mein schnell Gott. Arbeiten. Ja, okay. Also, hast du die Choreo? Welche Choreo? Chiara, echt jetzt? Wieso? Ich kann noch improvisieren. Das kriege ich. Früher war das ganz anders. Es war viel einfacher. Da hatte ich einen Manager, der hat mir eine Tänzerin organisiert. Das ist jetzt halt schwieriger und ich werde es hinkriegen. Ja, okay. Ist in Ordnung. Lass uns einfach beginnen. Es ist nämlich arschkalt. Oh, ich bin wirklich so kalt. Ja. Okay. Ich stelle mein Handy kurz. Ja, okay. Willst du, dass ich hier in die Richtung dann quasi filme? Ja, okay. Okay, wir machen einfach nur einen Shaker, okay? Ja, damit wir schnell fertig sind. Let's go. Okay, ich... Was war das? Chiara, was war das? Wo ist das Licht? Oh, scheiße, es war offen. Oh nein! Chiara! Scheiße, scheiße! Oh, mein Gott! Emmy, wo bist du? Ich bin hier. Ich hab mein Handy. Okay, hier ist die Tür. Ja! Okay, warte. Okay, hier musst du irgendwas geben. Not. Hallo? Hä? Das macht nichts. Man kann es nicht runterdrücken, ne? Wieso? Hä? Hallo? Okay, wir müssen ruhig. Nein, ich muss hier raus. Emmy, bitte, wir müssen uns kurz beruhigen. Ich will noch nicht sterben. Wir müssen kurz nachdenken. Ich rufe den Besitzer an, der holt uns hier. Ja, mach. Ich hab kein Netz. Hast du Netz? Wie, kein... Hast du Netz? Nein. Du hast auch kein Netz? Ich hab kein... Hallo! Hilfe! Hallo! Oh Gott! Nein! Oh, my God.
Straight up.